Bei einem unendlichen, uneigentlichen Integral fängt man bei einer Stelle an einem undefinierten Bereich an. Bei minus unendlich zum Beispiel. Für die Logarithmusfunktion haben wir so eine Problemzone bei 0. Für verschiedene Funktionen gibt es Stellen, an denen sie nicht stetig sind, oder man möchte gegebenenfalls das Intervall unendlich groß machen. Man könnte bis minus unendlich gehen, bis unendlich oder was auch immer. Das Verfahren ist immer das gleiche, denn man nimmt diese Stelle und lässt eine Variable gegen den entsprechenden Wert laufen. Dann haben wir nämlich hier wieder ein Integral. Und dieses ganze Ding nennt man uneigentliches Integral oder man integriert über sogenannte unendliche Intervalle. Nur das reicht eigentlich nicht aus, weil, wie gesagt, solche Stellen gibt es an mehreren Ecken. So, was kann jetzt, wie kann man das machen, was kann jetzt passieren, wenn wir zum Beispiel die Funktion e hoch x nehmen, die sieht ja, upsala, Chips. Sieht ja so aus, die kommt hier unten, geht durch bei 0 durch 1. Das heißt, der Limes x geht gegen minus unendlich für e hoch x ist 0. Andere Funktion, die wir kennen, ist die Funktion 1 durch x. Im positiven Bereich sieht die so aus. Im negativen Bereich würde sie so aussehen. Also für x geht gegen unendlich. Haben wir natürlich eine 0. Und umgekehrt für den Limes x geht gegen minus unendlich. Für 1 durch x haben wir auch den Wert 0. Wir haben aber solche Unstetigkeitsstellen hier auch an der Stelle 0. Das heißt, auch da muss man aufpassen. Nur, wenn man das jetzt hier anschaut, dann wird natürlich der Flächeninhalt, weil dieses Ding ja immer höher geht, beliebig groß. Das heißt also, gegen solche Stellen, wo das gegen unendlich geht, hat man ein echtes Problem. Wir können solche uneigentlichen Integrale immer nur dann berechnen, wenn sie gegen feste Werte gehen. Kann gegen 0 gehen, kann gegen 2 gehen, ist völlig egal. Hauptsache, es muss gegen einen festen Wert gehen. Aber auch nur dann, wenn es wirklich hier einen festen Wert gibt, dann kann man das ausrechnen. So, ein Beispiel dafür nehmen wir vielleicht tatsächlich die Funktion e hoch x und wir wollen die von minus unendlich bis 2 berechnen. Dann haben wir die Stammfunktion ja schnell angegeben. Aufpassen, dass wir da noch ein uneigentliches Integral draus machen. Das heißt also zum Beispiel t geht gegen minus unendlich. Stammfunktion von e hoch x ist ja wieder e hoch x und dann geht das von, von t bis 2. So, jetzt kommt der Trick bei der ganzen Sache. In der oberen Grenze haben wir nichts, das heißt, es ist e Quadrat plus und jetzt können wir den Limes auf diese untere Grenze anwenden. Also Limes t geht gegen minus unendlich für e hoch t und dann wissen wir schon, dass das gegen 0 geht. Also nicht plus minus ist das Ganze e Quadrat. Das heißt, das lässt sich noch ganz gut berechnen. Möchte man jetzt zum Beispiel die Fläche unter so einer Kurve berechnen und nimmt unsere Funktion hier 1 durch x von 1 bis unendlich und möchte das gerne ausrechnen, dann müsste man ja den Limes t geht gegen unendlich, hier oben natürlich nicht unendlich, sondern ein t hin, von die Stammfunktion von 1 durch x ist ln x. Und dann sieht man, wow, das geht nicht, denn der Limes ln x für t geht gegen unendlich, geht ebenfalls gegen unendlich. Anders sieht das aus beim Integral. Man erkennt das tatsächlich nicht sofort, warum das so ist. Man erkennt das erst bei den Grenzwerten für 1 durch unendlich 1 durch x Quadrat dx. Denn jetzt ist die Stammfunktion für diese Funktion
Das ist ja x hoch minus 2, also minus 1/2 x, 1 durch x von 1 bis unendlich Limes t geht gegen unendlich. Und dann darf ich hier nämlich t geht gegen unendlich wieder annehmen. Das Ganze geht gegen 0. Das heißt, wir haben jetzt hier obere Grenze minus untere Grenze. Das heißt, der Grenzwert wäre dann 0,5. Also man kann nicht sofort aufgrund der Funktion sagen, boah, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Man muss da wirklich immer genau hinschauen. So, im letzten Video oder in den letzten Videos, es können noch ein paar mehr werden, das weiß ich noch nicht genau, rechne ich Ihnen dann diverse Beispiele vor. Sie können ja im Skript erkennen, welche.